In dem heutigen Video geht es um das Stream Deck Plus und das Stream Deck XL von Elgato. Ich habe zwei verschiedene Stream Decks, weil mit dem einen kann ich noch die Lautstärke regeln für gewisse Sachen und bei dem anderen sind halt 32 Tasten bei dem XL. Okay, wir gehen heute verschiedene Plugins durch, die ich halt nutze. Und in einem der nächsten Videos werde ich euch meine Top 5 Plugins zeigen. Jetzt geht's erstmal los und würde mich über ein Like oder ein Abo freuen. Okay, nach dem Intro und los. Dann gehen wir mal hin und das war jetzt die Multi-Aktion. Okay, System, Webseite hinzufügen. Habt ihr gerade schon gesehen, ich muss mein Profil auf Stream Deck wechseln. Ein Test. Okay, Webseiten hatten wir. Hotkey. Hier kann man Hotkeys eingeben. Ich sage jetzt mal zum Beispiel, Hotkey 1 ist Ziffernblock 1, Hotkey 2 ist Ziffernblock 2. So, das heißt, hier kann man, wie bei OBS, kann man hier Hotkeys hinterlegen. Und hier würde er dann praktisch die Hotkeys ausführen. Okay. So, öffnen. Hiermit können wir irgendeine Datei oder irgendein Programm öffnen. Das heißt, ich sage jetzt mal Loopy SRT Monitor. So, öffnen. Wenn ich da jetzt drauf klicke, öffnet er halt mir dieses Programm. So, öffnen, schließen. Das ist genau das Gegenstück. Ich kann jetzt zum Beispiel bei Loopy öffnen. Mal jetzt mal ausprobieren, weil das brauche ich nämlich nicht. Ich öffne jetzt Loopy SRT. So. Na, wo ist Loopy? Da. Ja. Ich nehme das mal hier rüber. Das machen wir auch zu. Okay, also hier ist halt noch ein Fehler, aber das interessiert gerade nicht. Ich drücke jetzt nochmal den SRT und zwar schließen und weg ist es. Öffnen. Na, der öffnet mir das natürlich auf den oberen Monitor. So, dann ist er wieder da. Und schließen und weg ist er. So, jetzt gehen wir hin und öffnen, schließen. Text. Wenn wir zum Beispiel bei Twitch in den Chat etwas schreiben möchten, ja, dann gehe ich mit dem Cursor in den Chat rein und hier kann ich vorgefertigte Sachen ausführen. Ich sage jetzt mal DC, ja, für meinen Discord. Dann brauche ich das nicht immer per Hand eingeben. Das heißt, man kann sich hier ganz viele Texte fertigen, die man dann über einen Hotkey direkt einschalten kann. Hier kann man noch, dass man nach, wenn ich den Text eingegeben habe, also die Taste drücke, dann trägt er den Text ja ein, sendet es aber noch nicht ab. Wenn ich das hier anhake, dann sendet er auch direkt ab. Also er drückt dann praktisch so gesehen Enter. System. Navigation. Das hier brauche ich eigentlich meistens für das Stream Deck. Hier ist wieder null Objekte. Das heißt, hier kann man so eine Art Unterordner machen. Das heißt, wenn einer zum Beispiel das Stream Deck Plus hat, hier haben wir ja kleine, eigentlich nur 2, 4, 6, 8 plus die hier unten. Ich gehe jetzt hin und sage
Ordner erstellen und da habe ich halt jetzt nochmal die Möglichkeit, nochmal Menüs reinzu. Und ich kann hier auch einen Ordner unter dem Ordner machen. Das heißt, ich kann jetzt auch in die Tiefe gehen. Hier gehe ich jetzt wieder raus. Hier gehe ich auch wieder raus. Und zack, löschen. So. System wechseln. Also ich kann durch Aktionen hier, kann ich praktisch von einem Stream Deck, wenn die miteinander verknüpft sind, kann ich hingehen und von dem Stream Deck direkt auf das springen. Und ich kann sogar eine explizite Seite anspringen. Das heißt, ich könnte jetzt hier einen Button erstellen, wo ich dann praktisch auf dem Stream Deck XL auf Seite 4 springe. Okay. Gehe zur Seite, das ist das, was ich gerade sagte. Ja, man kann dann hier hingehen und sagen, er soll zu einer gewissen Seite springen. Hier haben wir natürlich unter Test, habe ich keine anderen Seiten. Das machen wir mal eben. Löschen. Game. Gehen wir auf Seite 1. Hier ist noch was frei. Gehe zur Seite. Und jetzt habe ich hier auch die Auswahl. Ja, springe zum Beispiel zur Seite 3. Das heißt, wenn ich jetzt hier drauf drücke, springt er automatisch auf Seite 3. Ja, macht er natürlich nur, wenn ich am Desktop klicke. So. Hier sind meine ganzen Sounddateien hinterlegt. Okay, wieder löschen. Weil brauche ich hier nicht. Test. Okay, also Navigation betrifft eigentlich komplett das Stream Deck. Mein Soundboard, Audio abspielen, Audio stoppen. Das heißt, mit dem Soundboard kann man zum Beispiel das hier erstellen. Technik gehen, Seite 3. Audio abspielen, das heißt, hier kann man hingehen und MP3s, die man irgendwo abgelegt hat am Rechner und das abspielen. Ich habe halt Wavelink und er spielt mir das direkt in die SFX-Spur. Wenn ich das jetzt drücke, What the fuck? Hört man halt gewisse Sachen. Und wenn einer was gut macht, dann kommt er auch ein Applaus. So, und jetzt gehen wir wieder auf Test. Also das ist Soundboard. OBS, das ist natürlich sehr viel hier. Also die ganze Position jetzt durchgehen. Was ich sehr oft nutze, sind die Filter. Szene. Das ist es nicht. Search for you. Szene. Ne, das ist es auch nicht. Nimm meine Filter hin. Video.
gar nicht. Wo sind die Filter? Ich guck mal eben. Irgendwo habe ich was doch eingebaut. Genau. Filtertoggle. OBS Tools. Ja. Ach, da ist er. Okay. Gehen wir nochmal auf Test. Filter Toggle. Dann sagen wir Elgato. Advanced Mask. So, und wenn ich das jetzt habe, ich habe jetzt verschiedene Filter erstellt. Und kann dann dementsprechend den Filter direkt anpingen oder ansprechen. Das heißt, na gut, kann ich jetzt gerade nicht ausführen. Das heißt, ich würde denn hier, kann ich das hier machen? Ich gucke gerade mal. Doch, müsste ich machen können. Und zwar ziehe ich mal das hier rüber. Mein OBS. Und zwar sage ich jetzt hier, habe ich halt die ganzen Filter hinterlegt und gehen wir hin und sagen hier er soll den Filter ausführen. Mal schauen, ob es funktioniert. Ja, jetzt habe ich halt einen Kreis. Jetzt ist es oval. Jedes Mal, wenn ich jetzt auf die Taste drücke, kann ich das hier dementsprechend ändern. Elgato. Filter. Seht ihr, er ändert halt jedes Mal das Bild. Dann haben wir, also bei OBS ist echt extrem viel. Könnt ihr ja alles mal ausprobieren. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr das gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Ich gehe dann hin und werde explizit dafür, denn was wir hier durchgehen, ein separates Video machen. Spotify. Hier könnt ihr komplett Spotify steuern. Das heißt, über jeden Key, den ihr anwendet, die Lautstärke, also Playpause, der vorige Song, der nächsten Song, like a Song Toggle, Play Uri, Playlist Start, also man kann die Playlist auch hinterlegen, wenn man mehrere hat. Und so weiter und so fort. So, dann können wir hingehen und Twitch. Also hiermit zum Beispiel Twitch Pager, wenn ich den mal hier hinzufüge. So. Dann kommt dieses Hinweisfenster und wir verbinden uns jetzt einmal. Nee, ich bin ja schon connected. Genau. So. Hier kann man jetzt angeben Cooldown. Page Command, das wollte ich aber gar nicht, das Ding. Ich wollte eigentlich Shutout. Viewers. Hier kann ich jetzt nachschauen oder hier zeigt er mir direkt an, wie viel. Na, Barrier, Channel Name. Mac Apps. So. Oh, 5 Zuschauer, wenn es denn stimmt. Aber ich habe das meistens nie an, um nicht zu gucken, wie viele Zuschauer ich jetzt habe. Und das lenkt mich eigentlich nur ab. Ja, wer zuschauen möchte, kann gerne zuschauen. Wer was schreiben möchte in den Chat, kann das gerne machen. Wenn nicht, dann nicht. Okay,
Das sind also die 5 Zuschauer. Send Message. Hier kann ich jetzt irgendwas in den reinschreiben. Ich habe selber noch gar nicht ausprobiert. So, machen wir jetzt einfach mal. Ich öffne mal Twitch, mein Chat. Jetzt gehe ich hin und juhu, hat funktioniert. Ja, also ich könnte hier auch den Befehl DC eingeben. So, und wenn ich jetzt hier den Knopf drücke, dann erscheint direkt, hier findest du mich bei Discord. Genau. Das heißt, man kann hier so Texte direkt hinterlegen. Aber das hatten wir hier oben ja auch schon über den normalen Weg. Hier postet er es aber direkt in den Chat. Giveaway, create, dann flip to chat, clear chat, also hiermit kann man halt den Chat komplett leer machen. Hier kann ich den Titel ändern, das heißt, man kann hier den Status eintragen, welche Kategorie und die Sprache. Jo. Sieht das denn so verschwommen aus? Oder ist das nur mein Monitor? Sieht ein bisschen komisch aus. Ist das so unscharf? Was ist denn das für ein Scheiß? Ja, muss ich gleich mal gucken. Okay, gehen wir mal weiter. Fürs haben wir ja gerade schon gehabt. Okay, hier sind also, wenn ihr schon bei Twitch seid oder so, die ganzen Sachen kennt ihr ja. Und die kann man halt hier über das Stream Deck halt verknüpfen. Dann habe ich hier noch was von Streamlabs. Benutze ich eigentlich momentan gar nicht. Das hier, das benutze ich öfters. Und zwar Eingang, Ausgang. Man kann hier den von Wavelink halt dementsprechend die Sachen sofort anpassen. Was ich meistens nutze, ist hier diesen Ausgang. Und ich, den machen wir mal weg. Benutzen wir den. Anwenden, anpassen, stumm. Anwenden. Okay. Hier kann man halt switchen, anpassen. So, den Streammix oder den Monitormix oder beides. Kann man dann halt an- oder ausmachen oder die Lautstärke dementsprechend hier ändern. Dann das Gerät ist auch gut. Welches Ausgabegerät man haben möchte. Ich kann jetzt hier halt die ganzen Ausgänge ansprechen direkt. Das heißt, ich drücke einen Knopf und habe dementsprechend den Ausgang. Eingang. Welchen Eingang man nutzen möchte. Oder die Geräteeinstellung kann man halt dementsprechend hier auch anpassen. Also ist sehr, sehr vielseitig. Also man kann sich da echt viel Arbeit und viel mit der Maus und hierhin und dahin. Das kann man sich alles sparen, wenn man einfach gewisse Sachen über das Stream Deck legt. Philips Hue. Ja, also ich habe hier im Hintergrund Philips Leuchten. Und hier kann ich halt Farben anpassen, ein- und ausschalten. Szenen generieren, ja, das habe ich ja irgendwo vorne schon gezeigt, in diesem Multitab. Stream Deck, man kann einen Timer setzen, Verbindungen abgebrochen, trennen, suchen, was er nach der gewissen Zeit X halt machen soll. Helligkeit, Ruhezustand, also Helligkeit, dann kann man vom Stream Deck die Helligkeit machen, höher machen und. Also das brauche ich eigentlich überhaupt nicht. Mein Stream Deck ist eingestellt und fertig. Löschen. Löschen. So, Kamera Hub. Ich
habe auch die Elgato-Kamera, die ist gerade halt live. Die ist aufgeschaltet und hier kann ich halt die Sachen mit steuern. Anpassen. Schauen wir uns mal Kamera anpassen an. Die Facecam Pro. Eigenschaft auswählen. Was möchte ich ändern? Ich möchte jetzt zum Beispiel mal zoomen und kann jetzt zum Beispiel sagen, er soll in 5% Stufen gehen und zwar ins Plus. Dann gehe ich hin und erstelle mir hier noch ein. Anpassen. Einschalten, zoomen und gehe jetzt ins Minus. Minus 5%, damit ich halt rauf und runter, also ran und wegzoomen kann. So, wenn ich jetzt auf die Plus-Taste drücke, sollte der eigentlich ranzoomen in 5% Abschnitten. Ja, man sieht's. Ja, und jetzt gehe ich auf Minus. So, das kann man natürlich alles mit Filtern schön Move machen, also dass das rein slidet praktisch, rein zoomt und rauszoomt. Das kann man natürlich schöner machen, aber um mal schnell irgendwas umzustellen, ist das natürlich sehr gut mit den Tasten. So. Prompter kann man auch steuern, wenn man denn einen Prompter hat. Man kann hier auch ganz schnell einen Screenshot generieren, wenn man, ja, ich sag jetzt mal, ist irgendeine Situation, man drückt ganz kurz drauf und schon hat man einen Screenshot fertig. Löschen, Prompter, Preview, Effekte, ja, Ausrichtung, dass er den Augenkontakt, also den Augen folgen soll oder die Gesichtserkennung. So, und dann kann man das halt spiegeln oder kippen. Ja, braucht kein Schwein. Das kann man alles über die Filter generieren, das ist viel besser. Kann man zurücksetzen, braucht man alles nicht. Okay. Discord. Also Discord kann man ganz viel einstellen. Und es gibt aber auf... Öffnen wir das mal eben. Man kann bei Stream Deck über Stream Deck Plugins kann man Plugins direkt runterladen. Ich suche jetzt hier mal zum Beispiel Discord. So, und das sind alles freie Sachen, die man. Das sind schon fertige praktisch. Nee, das sind gar nicht fertige, stimmt gar nicht. Wenn man die runterlädt und es gibt schon fertige, dann fragt er da oben Stream Deck. Stream Deck öffnen. Display ist bereits installiert. Genau. Und dann gibt es halt das ist praktisch ein fertiges. Ja, also das habe ich nicht selber erstellt, sondern wenn man das Plugin installiert, dann sagt er, ey, es gibt auch fertige. Möchten Sie die auch runterladen? Und dann sagt man einfach ja. Und dann legt er praktisch hier so ein Discord-Label XL-Plugin für Windows an. So, und dann kann man das hier direkt auswählen. Dann hat man das schon fertig. Man kann die natürlich dementsprechend immer noch, man sieht hier, das sind eigentlich nur Hotkeys teilweise. Kann das Mikro auf dem Discord direkt muten und. Ja, Textkanal, kein Kanal. Das sind so die Kanäle, wo ich drin bin. Wo man denn irgendwas. Textkanal, Geheimchat. So. Er wechselt dann automatisch in diese Kategorie praktisch. Man muss ja nicht mit der Maus darüber zoomen, sondern man kann halt direkt da reinspringen. Okay, Test. So, das war Discord.
Hier haben wir nochmal Volume Control. Ich watch auch keine Ahnung. Probieren wir einfach mal aus. Ach, dann hier kann man direkt auf den dementsprechenden Twitch-Kanal springen. So, ja, wenn man auf On stellt, dann sieht man halt den Livestream. Funktioniert natürlich gut. Okay. Windows Shutdown Menü, wenn man das jetzt anklickt, habe ich ja schon gezeigt, dann springt man halt in dieses Windows Shutdown Menü, wo man direkt den Windows Rechner runterfahren kann. Das heißt, ich muss hier nicht hier unten auf das und dies und jenes und zwei Knöpfe gedrückt und fertig und schon fährt er runter. So. Windows Mover, das ist das, was ich eben erklärt habe. Man kann halt dementsprechend, man kann hier sehr viel einstellen, welche App die gerade geöffnet ist. Und dann stellt man, ich sag jetzt einfach mal Passwort Kamera Hub, soll auf meinem Monitor, und zwar auf den, und zwar an Position XY. Das heißt, man bewegt das dann dementsprechend dahin und er geht dann hin und setzt den automatisch an die gewünschte Position. Also auch hier ist wieder sehr viel einzustellen. Wenn ihr möchtet, mache ich da noch mal ein separates Video zu, weil das ist doch ein bisschen umfangreicher, wie man halt ich sag jetzt mal 5 Fenster auf einem Monitor so positioniert mit einem Druck, dass die sich nicht überlappen. Das kann man halt dementsprechend einstellen. Control Center ist für meine Beleuchtung. Und zwar habe ich hier Keylights, einmal rechts, einmal links für meine, oder alle. Das heißt, ich sag jetzt mal alle. Jetzt werdet ihr sehen, jetzt wird es dunkler. Jetzt ist mein Keylight aus und jetzt mache ich das Keylight wieder an. Ich kann das auch halt nur rechts oder nur links. Ja, also hier kann man auch die Keylights, generell alle Lichter irgendwie nochmal separat schalten. So, das machen wir auch weg. Und dann kann man Temperatur anpassen, also alles, was mit dem Keylight zu tun hat. So. Hier haben wir nochmal Barreader. Einen Stream Counter. Hier kann man sehr viel einstellen. Man kann auch eine Textdatei hinterlegen. Ich habe zum Beispiel hier ein Timer rückwärts, 1 Stunde, 2 Stunden, 10 Minuten, mein Speedtest und Kills. Ja, man kann halt, ich sag jetzt mal Kills, einen Zähler hinzufügen. Das heißt, jedes Mal, wenn ich drücke, zählt er in dieser Textdatei und ändert den Wert da drin. Und diesen Wert kann ich wiederum bei OBS anzeigen lassen. Und zwar über keine neue Szene. Plus Text GDI. Okay. Und hier kann ich sagen, aus einer Datei lesen. So, und jetzt kann ich die Datei auswählen. Ich sage jetzt mal durchsuchen. Desktop, Textdateien. Kills öffnen. Okay. So. Was war die denn jetzt?
So. Transformieren. Und Bildschirm anpassen. Die setzen wir jetzt ganz nach unten. Damit die auch in dem Vordergrund ist. Und jetzt gehen wir hin und sagen einfach mal. Press Add, Subtract. Achso, ich muss dann hier natürlich File Name. Na. Multidimensionieren. Subtract. Also wenn ich länger drücke, macht er ein Plus. Wenn ich kurz drücke, ein Plus und lang drücken, ein Minus. Ich kann die Kills auch wieder rausnehmen praktisch. Kills in. Hier kann man halt einen Text noch hinzufügen. Wurde schon so oft gekillt. Immer wieder die Fenster neu öffnet. So, jetzt müsste es aber da sein. Okay, Kills. Speichern. Überschreiben. Wenn ich jetzt hingehe und ich sag jetzt mal 1, 2, 3, müsste er Text DDI. Genau. Wo ist die Schrift? Weil die Sachen werden ja von oben nach unten abgearbeitet. Okay. Jetzt haben wir hier die 5. Man kann die natürlich dementsprechend auch irgendwo kleiner hinsetzen. Und hier noch ein Textfeld vorsetzen. Kills so und so. Und wenn ich jetzt drauf drücke. 6. 7. 8. Gerade zweimal gezählt. 9. Wenn ich jetzt länger drücke. Zählt er runter, immer minus 1. Na, das war zu kurz. Minus 8. Minus 7. Minus 6. Jetzt gehen wir wieder hoch, einmal kurz drücken. So, da kann man halt verschiedene Spielereien mitmachen. Oh, das war das falsche Fenster. Ah, Z. Command Z. Text. So, den könnte ich jetzt zum Beispiel schön klein machen. Hier in die Ecke setzen. Und jetzt kann man hier noch so einen Text vorsetzen. So oft gekillt oder so. Und dementsprechend hochsetzen. Das kann man aber auch mit dem Streamer-Bot automatisieren. Genau, man kann hier auch eine schöne Grafik einblenden. Ich sage jetzt mal ein Grabstein. Und dann setzt man die Zahl über diesen Grabstein. Und dann sieht man halt, wie viele Tode dementsprechend sind. Okay, jetzt gehen wir hier wieder raus.
So. Das geht raus. Da oben. Ups. So, das braucht man nicht mehr. Also das war der Stream Counter. Okay, Speedtest. Bevor ihr immer, also ihr bekommt hier eure IP angezeigt und ein Test. Also ich drücke den jetzt einfach mal, dann sieht jetzt war meine IP, Running Speed Test. Das heißt, bevor ihr online geht, könnt ihr gucken, wie eure DSL-Verbindung oder was für eine Verbindung auch immer, wie schnell die ist. Und zwar der Download, Upload und Ping. Und IP zeigt er an. Also das dauert jetzt einen Moment. Okay, Ping sind 11 Millisekunden, Upload 26,7 Mbit und Upload 33,5. Genau, und gemessen ist das um 15.17 Uhr. Ich gehe auch hin und habe die Sachen Save to File. Mal eben hier aufmachen. Speedtest. Hier schreibt er die Daten immer rein. Jedes Mal, wenn ich da drauf drücke, das ist auch gut zum Protokollieren, wenn ihr Probleme im Internet habt, für Telekom oder Vodafone oder wie auch immer, dann werden die Sachen hier protokolliert. Mit Uhrzeit. Ich kann es mal eben öffnen. Möchten Sie ersetzen? Nein. Abbrechen. Ich öffne die mal eben. Desktop. Text. Speedtest. So. Hier seht ihr 15.09. 16.09. Das mach ich mal weg. Das mach ich weg. So, heute haben wir den 20.09. Ach so. Ja, super. Er kann es ja jetzt nicht reinschreiben, weil ich ja gerade erst eingerichtet habe und die Datei gar nicht erstellt habe. Ja, das ist ja die von hier. Ja, wo habe ich das denn? Chatten. Das muss doch bei dem sein. Natürlich unter Tools. So, wenn ich hier jetzt drauf drücke, ja, seht ihr das? Hier ist jetzt eingetragen, wo er es reinschreiben soll. Jetzt drücken wir den Knopf einfach nochmal. Und zwar Speedtest. Das ist gar nicht der Speedtest. Hier ist der Speedtest. Da. Jetzt macht er nochmal den Speedtest. Na? Genau. 15.20 Uhr sind die Daten. 43, 30. Jetzt öffne ich nochmal die Datei, Speedtest. Und jetzt seht ihr hier 20.09. 15.20 Uhr, Server. Man kann auch eingeben, wo er praktisch messen soll. Und das sind dann die Daten. Jo, das war Speedtest. Nein, nicht dein Tools. Test. Stopwatch. Hier kann man halt eine Uhrzeit hinterlegen, wie viel Zeit man, das sind meine Stoppuhren im Endeffekt, die ich eben auch angezeigt habe, mit 2 Minuten, 5 Minuten. Er schreibt das halt dementsprechend in einen Textfile und zeigt das dann auf dem Desktop an. Jo.
SE Live habe ich noch nichts mitgemacht. Kann man auch einige einstellen. Aber habe ich nur mal getestet. So. Hier kann man eingeben, zum Beispiel, wann ist Weihnachten, und er zeigt das dann an, in wie vielen Stunden Weihnachten ist, als Beispiel. Brauche ich aber auch nicht. Oder wenn man, ich sag jetzt mal, ein Event startet, ich sag jetzt mal, ich streame heute und nächste Woche möchte ich gerne ein spezielles Stream-Event erstellen oder machen, dann kann ich hier das hinterlegen, wie viele Stunden das noch sind. Einmal für mich und einmal natürlich für die Zuschauer. So. Flow's Tool, YouTube-Ticker. Ah, okay. Das habe ich zum Beispiel neues YouTube-Video bereits gesehen. Das heißt, hier kann man mit YouTube-Kanäle überwachen. Man gibt hier den Kanal-Link ein und er zeigt dann, wann derjenige ein neues Video hat. Ich habe zum Beispiel den Nils 1489. Den habe ich bei mir zum Beispiel auch abgespeichert und ich sehe direkt auf meinem Stream Deck, wenn er irgendwas Neues gepostet hat. Klar bekomme ich von ihm auch die Nachrichten, Mails, keine Ahnung, aber wenn ich hier sitze am Rechner, dann sehe ich halt direkt beim Stream Deck, wenn er gerade was Neues gepostet hat. Jo. Machen wir wieder weg. So, der Color-Ticker, der ist gut. Und zwar Select Type, Dynamic Fixed, Value to Show, Color Name, RGB oder Hex. Kann man auswählen, wie er das anzeigt. Ich mache meistens RGB und sage ihm sofort, er soll es kopieren. Wenn ich jetzt diesen Knopf drücke, ich habe meine Maus jetzt zum Beispiel hier auf dem orangen Feld. Und wenn ich die Maus jetzt drücke, zeigt er mir den Farbcode an. Ja, G255 und hat das auch direkt abgespeichert. Also dieses Tool ist eigentlich ein Must-Have, gerade wenn man irgendwas mit Grafiken macht oder so, ja, um die RGB-Farben rauszulesen. Man kann das natürlich auch mit dem Hexcode machen. Wo gehen wir denn mal drauf? Ich gehe mal auf so einen Rotton hier. Das ist jetzt der Rotton vom YouTube-Studio, dieses Rote. Genau. Das ist halt der Hexcode. Oder aber RGB-Code. Jetzt gehe ich nochmal auf das Rote. Und das ist der RGB-Code dafür. Und wie gesagt, er speichert die Farben auch direkt da rein. Ich mache jetzt nochmal hier mit der Mausspitze neben der 1 und klickt da drauf und er sagt mir, das sind die Farben von dem hier. Also sehr cool das Tool. Also das benutze ich auch öfters. Mein Streamerbot habe ich noch nichts mitgemacht. Man kann hier so Action verknüpfen. Ja, Button ID, Titel, Background. Also wie gesagt, hier habe ich mich selber noch gar nicht drum gekümmert. Ich habe es gesehen und habe es mir direkt mal installiert, weil ich halt auch den Streamerbot nutze. Also der Streamerbot kann ich euch empfehlen, Sir Fanti oder Fanti, keine Ahnung, Sir Fanti. Der macht sehr viele coole Sachen mit dem Streamerbot. Genau. Color-Ticker hatten wir gerade, Streamerbot hatten wir gerade, Benutzer definiert, ja, wie ist meine IP, hier kann man anklicken, er soll mir das Display zeigen, Country, Germany und welche Region oder wo ich eingeloggt bin, genau, erste, zweite, dritte, vierte,
hier kann man denn noch sagen, über was er die Werte lesen soll. Ja, wenn man mal irgendwie die Daten braucht, dann braucht man nicht über wie ist meine IP.de gehen oder so, sondern das kann man direkt hier drüber auslesen. Und ganz neu ist, habe ich noch nicht gemacht, OBSBOT Webcam. Und zwar meine OBSBOT, die habe ich auch noch hier, die wollte ich auch noch einrichten. Gut, die ist natürlich aus, deswegen sagt die nichts. Aber auch hier sind da, nehme ich an, dementsprechend Sachen. Hier kann ich auch nichts einstellen. Dass man hier die Farbwerte ändern kann und über einen Knopfdruck. Jo, das sind so die Tools, die ich habe. Der Unterschied zwischen dem Stream Deck XL, hier habe ich 2, 4, 6, 8, 32 Tasten. Und bei dem Stream Deck Plus kann ich halt dementsprechend hier auch noch direkt die Lautstärke ändern. Na, das war zu schnell. So. Ich kann hier zum Beispiel mein HDMI-Signal, ich drücke einmal drauf auf den, ja, das ist ja eigentlich, kann man drehen oder auch drücken. Und wenn ich jetzt einmal drücke, macht er das, muted er es, drücke ich nochmal drauf, wird es angezeigt. Und wenn ich jetzt drehe, kann ich halt die Lautstärke direkt ändern. Das läuft alles über Wavelink. So, mein Browser, die Browser-Lautstärke kann ich jetzt ein. Jetzt habt ihr ein Echo, aber schalte ich wieder aus. Genau. Dann die Systemlautstärke und die SFX-Spur. Wenn ich jetzt zum Beispiel Sound abspiele, machen wir mal eben. Stream Deck XL. Technik, ne, habe ich nicht. Ich habe es unter Game. Seite 3. Wenn ich jetzt hier etwas abspiele, nehmen wir irgendwas, was vielleicht was länger ist. Und zwar das hier. Weißt du, was ich meine? Hey, pass mal auf! Jetzt kann ich die Lautstärke direkt so pisser runterstellen. Nochmal. Weißt du, was ich meine? Hey, pass mal auf! Das ist jetzt 50% so Lautstärke. Und ich drehe das jetzt über dieses Rad am Stream Deck wieder auf 100%. Weißt du, was ich meine? Und dann ist es. Hey, pass mal auf! Du Pisser! Also, das brauche ich auch, um schnell mal, wenn einer sagt, ey, das ist viel zu laut, gerade auch im, im Game. Zeige ich nochmal eben. Stream Deck Plus. Und zwar HDMI. Das ist meine Spiellautstärke. Wenn ich im Spiel zu laut bin oder das Game selber ist zu laut, je nachdem, was man spielt, ist das Spiel halt sehr laut oder sehr leise. Man kann es im Spiel selber ja auch ändern, aber um mal schnell Zugriff zu kriegen, drehe ich das hier einfach schnell runter. Ja, das geht halt sehr schnell. Ja, okay. Wenn ich auf dem Stream Deck Plus bin, seht ihr, habe ich hier nochmal Drehregler. Das heißt, diese Tasten kann ich nochmal separat belegen. Über System, also Wavelink kann ich hier komplett, das lege ich dann hier drauf auf so eine Taste. Hier habe ich zum Beispiel Helligkeit, Scroll, Helligkeit, Störung. Hier habe ich zum Beispiel gar nichts. Also man kann hier zum Beispiel Wavelink Eingang. Ja, hier kann ich halt die Sachen einstellen und in was für einer Stufe er drehen soll. Und man kann den Ausgang noch belegen. Monitormix, Streammix, ja, wie laut ich den Monitormix oder den Streammix haben möchte. Okay, Streammix ist das, was rausgeht, also das, was ihr hört. Und der Monitormix ist das für mich, was die Kontrolle ist. Gewisse Sachen bei Discord kann man noch steuern über diese Tasten, gerade die Lautstärken. Hier kann man den Kontrast, Helligkeit und so anpassen.
Wenn ich das hier zum Beispiel hier drauf lege, jetzt kann ich rechts, links 2%, 20%. Und wenn ich das jetzt drehe, ist das grell. Okay, kann man halt die Helligkeit, wie ihr seht, in 20er Stufen hoch und runter drehen. Hier kann man so eine kleine Lichtorgel machen. Okay, dafür sind die Drehregler. So, brauche ich alles nicht mehr hier. Jetzt wundere ich mich nachher, warum ich das alles eingestellt habe. So, bin ich auf dem anderen Stream Deck XL, dann habe ich hier natürlich nicht mehr das Menü für die Drehregler, weil das Stream Deck XL hat halt keine Drehregler, deswegen wird es auch nicht angezeigt. Man kann hier die ganze Struktur, nochmal, wenn ich hier oben drauf klicke, kann ich die Sachen halt irgendwo hinlegen, wohin ich das möchte. Oder aber, ich sage jetzt mal, OBS-Tools will ich gar nicht sehen. Fertig, jetzt sind das OBS-Tools weg. Es ist noch vorhanden, aber ich brauche es halt gerade nicht. Kann man es halt ausblenden. Okay. Ja, dann haben wir hier Account ansehen, braucht man jetzt nicht. Ich kann mich halt bei ich kann mich halt abmelden wieder und oder einen Account ansehen. Hier haben wir noch mal allgemeines nach Update suchen. Das ist die neueste Version. Geräte, welche Geräte man hier hat. Ich habe hier zwei, man kann hier mehr Stream Decks anschließen. Accounts, welche Accounts ich verknüpft habe. Profile, das ist das, was hier unter dem Stream Deck selber ist. Das hier sind die ganzen Profile. Plugins, welche Plugins man installiert hat. Hier kann man die auch wieder deinstallieren. Ich sage jetzt mal, man geht hier drauf. Kann nach Aktualisierung suchen oder wie ich automatisch. Ich kann aber auch über Minus das Plugin wieder deinstallieren, wenn es nicht läuft. So, Stil, wie das halt aussieht. So. Wenn wir hier drauf klicken, öffnet sich ein neues Browserfenster und hier gibt es halt Moment. Na. Ach ey, gibt's das? So, machen wir das mal größer. So, hier kann man Plugins. Hier sind keine Ahnung wie viele Plugins. Also alles was ihr euch so vorstellen könnt. Ihr klickt dann einfach hier erweiterter Launcher, ihr klickt da drauf, erhalten. Hier nur für Windows. Es gibt auch Sachen, mal eben gucken. Plugin OBS. Gut, habe ich schon installiert. Es gibt auch Elemente, die für den Mac sind. Aber Mac, ich habe auch einen Mac, ich habe da auch ein Stream Deck dran. Aber da sind nicht so viele Plugins wie für Windows. Also Windows ist schon extrem, was hier an Plugins gibt. Dann habt ihr hier Videos, die ihr runterladen könnt für Hintergründe. Audio, die könnt ihr euch, ich spiele mal eins ab. Ach, super, welche Audiospur habe ich abgeschaltet? Browser, na super.
Ihr könnt ihr auch komplett runterladen, denn als Hintergrundgeräusche oder was auch immer. So. Oh. Browser raus. So. Ja, das war's eigentlich. Wenn ihr Fragen diesbezüglich habt, dann gerne her damit. Und sonst wüsste ich jetzt nicht, was ich euch noch erklären kann. Ich werde noch ein Video machen mit den Top 5 der Stream Deck Links hier, also was man hier mitmachen kann, die Top 5 Plugins, die ich empfehlen kann. Also zum Beispiel das mit dem Stift, hier mit dem Color Picker, das ist natürlich schon super, gerade wenn man Thumbnails oder sowas bastelt, und ja, dann ist das super. Und dann würde ich sagen, gehen jetzt mal eine Runde zocken. Ich spiele jetzt gleich mal eine Runde Call of Duty. Jo, hoffe, hat euch gefallen und würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, ein Follow da zu lassen oder den Kanal zu abonnieren. Okay, danke, tschüss.